Hallo. Hallo, Mila. Unsere Beste. Mila ist unsere Beste. Ja. Boah, die Ohren. Ui, unsere Ohren. Müssen wir mal einen feuchten Lappen nehmen. Ein bisschen Kamillentee. Hier Kinder Haare essen. Musst du nicht ablecken. Mach mal ein andermal, ja? Jo. Hier. Unser Glücksdrache. Unser Wollglücksdrache. Unser Glücksbärchen. Ja, unsere Mila. Die träumt nämlich davon, dass viele, viele, viele Hände, vor allem Kinderhände, ja, dass die Mila immer streicheln, so wie ich das jetzt mache, ja, und dass die Kinder dann ihre Socken selber stricken, wenn sie den Socken brauchen, soll ich nicht mal, oder findest du nicht auch? Dann machen wir hier so eine Arbeitsstrecke. Ja, an erster Stelle steht unser Produktionstier, unser Produktionsmittel. Das ist in dem Fall unser liebster Hund. Der Hund, der hat viele Vorteile. So ein Hund, der verbessert das Raumklima, der hält dir irgendwelche blöden Männer vom Leib. Der ist eine Wärmequelle, der passt auf dich auf. Ja, so ein Hund ist immer lieb zu dir, der guckt dich immer lieb an. Ne? Ja. Ein Hündchen ist schon was Feines. Da ist pflegeleicht. Und alles, was die Mila gerne hat, ist ein bisschen Katzenmilch und ein bisschen Futter. Aber da ist jetzt gerade wieder nichts mehr da. Aber wir hatten ja heute schon was, nicht wahr? Und der andere Mila ja auch ordentlich gefüttert wurde von dem König. Richtig schön dick ist er geworden. Nur, der tut ja das auch mal hoch. Da fehlt gleich der Schlüssel, das Schlüsselbund. Der tut dir das auch mal gut. Wenn man halt doch fasten darf. So, ja, und das ist die Mola. Unser Herzchen. Hallo. Hallo, kleine Mola. Ja, die Mola, die wohnt hier auch. Ja. Die Mola freut sich auch, wenn sie besucht wird. Sieht dieses schöne Blau, das schöne Randblau. Ja. Wir freuen uns, wenn wir Besuch bekommen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn der Besuch was zu essen für uns mitbringt. Weil unsere Mola freut sich ja. Nicht wahr? Unsere liebe Mola. Unser Herzchen. Geht's da rein? Unsere Mola. Und unsere Mila. Unsere zwei Mädchen. So, guck mal hier, ja? So viel Wolle. Einmal streicheln. Braucht man gar keine Bürste mehr. Und der Mila gefällt das ja auch viel besser. Und die Mila. Die hat so ein schönes Fell bekommen, seit die hier immer alleine ist, ja, dass ich das Halsband schon gar nicht mehr drum kriege. Und die Mila, die ist ja auch selbstständig, die war schon im Garten da, hier gleich, Beweis, eine Klette. Da freuen wir uns schon, wenn wir das rausholen können, ja. Dann nehmen wir uns mal ganz viel Zeit füreinander. Und dann machen wir die Mila richtig schön. Oh, und wir brauchen gar keine Bürste, wir müssen die Mila einfach nur die ganze Zeit streicheln. So wie die Mila das am liebsten hat. Immer nur streicheln. Ganze Zeit streicheln. Weil dafür ist sie ja so da. Deshalb ist sie ja so hübsch. Deshalb ist es ja auch ein Hund, den du siehst, wo du dich gleich verliebst. Mila ist unser bestes Schaf im Stall. Guck dich die doch mal an. Hier, guck mal. Da. Nehmen wir mal die Tasche weg. Mila ist ein Schaf. Ja? Und das Schaf gibt Wolle. Ja. Guck, wie lieb das Schaf. Und das Schaf, das schabt. Hier auf dem Fliesen. Das war so lustig, dass sie davon runter ist. Wie ausgerutscht, die Kleine. Die Große. Das ist unsere Große. Ja.
Wir wollen ja nur, dass die Leute wissen, dass es uns hier gut geht. Ja? Und heute haben wir hier beschlossen, heute machen wir hier einen Strich, heute ziehen wir hier einen Strich. Hier ist noch ein ganzer Berg Klamotten und da sind noch ein paar Kartoffeln und Zwiebeln und die sollen ja nicht vergammeln. Und ich werde das einfach hier alles als Spende betrachten, was ich hier so schön zusammengepackt habe. Und dann sehen wir weiter. Und dann schließen wir hier die Tür wieder zu, sodass wir hier nicht wieder Angst haben müssen, dass hier irgendwann mal jemand kommt. Ja? Ja? Schon eine halbe Socke. So. Und dann sehen wir uns hier morgen nämlich wieder. Ja? Und da fangen wir nämlich mal an, hier das als unseren neuen Arbeitsplatz anzusehen. Wir können nicht den ganzen Tag im Arsch ans Platz sitzen und hoffen, dass irgendwer auf irgendwas reagiert. Ja? Es scheint ja nämlich draußen auch noch viel Sonne und dann sind ja da noch die vielen Vögel und die Regenwürmer und der ganze Garten. Ja, der wartet ja nur darauf, dass wir da irgendwas hinschmeißen, dass dann da irgendwas wachsen kann. Ja, so sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Tagesupdate. Hm? Was sagst du dazu? Ja, richtig so. Machen wir mal Stopp.